Sehr, sehr lange ist es her, als ich euch das letzte Mal ein Replay von mir gezeigt habe. Und das kann nur eins bedeuten. Ja, ich habe mal wieder einen Panzerass für euch aufs Parkett gelegt. Und ich spiele wieder ein bisschen mehr. Und das ist aus einem der, oder ist in einem der Streams entstanden. Das heißt, alle, die mir beim Streamen zuschauen, die werden das schon kennen. Ansonsten herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Ich spiele den VK4503 für euch auf der Karte Flugplatz. 7er Gefecht, also hier Top-Tier mit dem 7er, 6er Gefecht. Und in Anbetracht dessen, dass wir kaum TDs hatten, in dem Fall sogar gar keinen, habe ich mir gedacht, okay, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen snipen. Und genau das tun wir hier auch zu Beginn. Auf den klassischen TD-Hügel kann man schon fast sagen. Weil natürlich der VK eine unglaublich tolle Kanone hat. Und die wollen wir jetzt auch damit ins Spiel bringen. Da drüben schon mal gleich die ersten Gegner, der Cromwell und der MT-25, aber den versemmle ich aber noch gnadenlos. Und jetzt aber auf den A-43, da klappt es dann direkt etwas besser. Und hier den MT, den kriegen wir doch gleich raus. Erster Kill. So, und jetzt den AMX. Auch der funktioniert. Leider nicht mehr zu sehen, dementsprechend kein Hit. Und hier durch die Mauer kann man nicht durchschießen. Ein Versuch war es wert, aber man hat gesehen, nee, das klappt definitiv nicht. So, der T29 in der Distanz sehr schön zu treffen. Und der KV-85 stellt sich jetzt auch nochmal perfekt auf und zeigt seine Seite. Kann man super reinhalten. Und jetzt wieder auf dem Hügel. Der Cromwell, da eigentlich das Ziel, aber nicht so leicht zu treffen. Jetzt fährt er nochmal zurück. Aber er steht so hinter dem Stein. Das ist gar nicht so leicht. Deswegen auch der zweite Schuss hier daneben gesammelt. Aber ich gebe ja nicht auf. Und beim dritten funktioniert es dann auch endlich. So, kommt da der KV-85 denn nochmal vor? Nee. Aber da hinten, da steht ein gegnerischer VK. Und ja, die Säule musste erstmal weg. Nee, natürlich auch hier daneben gesammelt. Der zweite geht dann auf die Kanone. Gerade in dem Augenblick fährt er zurück, als ich es nicht gebrauchen kann. Und ein Stück vor, als ich es nicht gebrauchen kann. Also dem seine Fahrtwege, die haben sich mir in dem Augenblick wirklich nicht ergründet. Aber auch hier, der dritte funktioniert dann endlich. Und jetzt vielleicht noch den Cromwell endlich mal wegmachen. Und ja, da ist auch der Cromwell endlich zerstört. So, genug gesniped. Jetzt geht's Richtung Front. Deswegen nehmen wir auch hier die Agilität zunutze. Und ich will hier Richtung Hügel fahren. Da habe ich ja bisher schon gute Gegnererfahrungen gemacht. Also probieren wir es auch gleich da weiter aus. Mit allen seinen Maximalfertigkeiten der Geschwindigkeit. 38 km/h Richtung Gegner. So, da werden meine Teammates gerade alle aufs Horn genommen. Gunner Brush mit 10 Grad eigentlich gut, aber hier komme ich gerade nicht so runter, wie ich will. So, und jetzt AC4 nimmt mir den Funk raus. ES schießt auch mal, prallt aber Gott sei Dank dann da ab. Kein Schaden. Aber jetzt muss ich mich erstmal auf die beiden da oben konzentrieren. Das wird mir damit recht schnell klar, dass ich da so einfach da vorne nicht mehr rausfahren sollte. Der Tiger 1 da hinterhalb. Aber der wird jetzt wohl erstmal kein Problem darstellen. Und jetzt geht es hier runter. Und jetzt will ich da mal dem KV-2 bzw. dem AC-4 mal einen Besuch geben. Ja, das Wort hat jetzt nicht gepasst, aber mir ist das richtige Wort nicht eingefallen. Seht es mir nach. Ja, der KV-2. Da habe ich doch sein Helmchen und auch da sieht man mal wieder einfach die Kanone. Super schön, super genau. Die macht einfach Spaß. Und den hätte ich gern nochmal einen Hit gegeben. Deswegen setze ich da auch noch nach.
Der KV2 wollte unbedingt den KV3 killen und dafür nehme ich ihn aber dann aus dem Spiel. So, und da haben wir doch den VK und hier direkt auf die Kanone drauf. Das geht. Den UI, den kann ich leider nicht beschießen. Der VK zieht sich jetzt auch zurück, der hat keinen Bock mehr. Aber so leicht lasse ich ihn da nicht weg. So, er gibt mir einen, ich gebe einen zurück. Und durch den überschaubaren Alpha-Schaden von dem Panzer weiß ich genau, okay, einen im Zweifel nehme ich noch mit und kann ihn dann mit dem Auto eben einfach rausnehmen. So, der UI und der Jagdpanzer aktuell nicht zu erreichen. Deswegen will ich mich da jetzt mal auf den AC4 konzentrieren. Aber da kommt doch noch ein A43 daher, aber den Kill habe ich leider nicht bekommen und das ist sehr schade, weil dieser Kill hätte mir nämlich den Krieger eingebracht. Und jetzt gibt es einen Shootout noch mit dem AC4. Der wird, Gott sei Dank, beziehungsweise der Jagdpanzer nimmt noch den KV-85 mit und schießt nicht auf uns. So, nun ist auch der zerstört und jetzt kriege ich da noch vom Jagdpanzer einen. Aber da ist er auch schon weg und jetzt nur noch der UI und dann ist die Runde schon überstanden. Natürlich ist die Hoffnung hier, den noch zu bekommen für das Panzerass, aber dafür bin ich einfach viel zu weit noch weg und bekomme den dann dementsprechend leider nicht. Das war's dann hier mit dieser Runde VK. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Ich spiele ihn zurzeit sehr, sehr gern. Ist einer meiner meistgefahrenen Panzer aktuell. Warum, habe ich, glaube ich, hier gezeigt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Waren schöne 1264 Basiserfahrung und natürlich das Panzerass. Und Credits gab es auch am Ende noch mit 74.241 satt raus. Das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.